Und damit seid gegrüßt, meine Zwergeglummer, zu Dingledum, zu einem neuen Part Resident Evil mit dem Zwergenfürst. Ja, ich melde mich zurück. Ich habe mich auf Screen hier mal vorgearbeitet, bis zu dieser Stelle zurück. Ja, wir sind schon wieder leicht verletzt. Das mal hier zur Seite ziehen, zur Seite schieben. Ja, müssen wir hier heute mal auf den Zombie mal ein bisschen aufpassen. Nicht zu weit wegschieben. Das müssen wir wahrscheinlich gleich wieder zurückschieben. Also einen Weg schieben, damit der Zombie vor dem Zombie entkommen können. Na gut, mal schauen, wie schnell ich noch bis zu dieser. Gibt es hier keine Schreibmaschine? Schade. Wie oft ich noch bis zu dieser Stelle zurücknehmen muss. Verteidigungsobjekt. Statusbildschirm. Objekt im Menü. Wie gehe ich zum Statusobjekt? Das ist mir noch nicht ganz klar. Ist Ihr Verteidigungsobjekt den Controller einstellen? Müssen Sie verwenden. E drücken. Sekunde. Manuell geht das dann auf E. Sekunde. E Verteidigungsobjekt. Das dann auf manuell stellen. Das ist gut so, dann kann ich das jetzt hier ja, ich glaube, so will ich das. Hier manuell und bestätigen. Jo. Ah, Inhalt wird gespeichert. Oh, auch schön. Das kann ich gebrauchen. Okay, E funktioniert noch nicht. Welche Taste war das, die ich fürs Speichern gebraucht habe? Wie habe ich gerade gespeichert? Das ist die Frage. Alt F4 war das bestimmt. Okay, dann. Ja, schleich nur um die Ecke. Einfach ballern, einfach schießen. Ja. Schieß schon. Was schon tot? Das gibt's doch nicht. Vielleicht hat das Speichern geholfen. Na komm. Gab's einen Speicherstand? Dann muss wieder von ganz von vorne. Spiel laden. Bitte? Keine Daten. Das ist scheiße. Wozu habe ich das gespeichert? Das ist doch, das kann doch nicht. Bestenliste Galerie verlassen. Nee, die Credits würde ich jetzt nicht. Nein. Ach, komm schon. Ist doch nicht wahr. Resident Evil. Ja. Müsst euch jetzt mit ansehen. Man kann einiges überspringen, aber ja. Da steht Speichern beendet, aber es irgendwie doch nicht. Willkommen im Überlebenshorror.
Überspringen, 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 überspringen. Jetzt sind wir wieder hier. Jetzt sind wir hier. Okay, ganz schnell. Mal ein bisschen vorspulen, auch im Schnitt. Der Farbband haben wir schon. Dann könnten wir theoretisch speichern. Wir haben halt noch keine Schreibmaschine in der Nähe. Oh, hier haben wir eine. Eine alte Schreibmaschine. Ja, aber was bringt's uns dort? Nee, jetzt noch nicht. Es bringt doch nichts. Müssen wir hierhin wieder zurückkommen. Können wir zumindest den ersten Zombie hier speichern. Okay, ich bin mal kurz im Zeitraffer. So, okay. Ja. Zeitraffer ist bestimmt im Horrorspiel ganz lustig. Ist immer wieder ganz lustig. So, jetzt müssen wir uns hier oben einmal umsehen. Das ist die Frage, ob wir uns komplett umsehen müssen. Ich glaube, das reicht, dass wir hier mal Treppe hochgehen und hier mal eine Sache untersuchen. Erst die Durchsuchung der Halle. Reicht das, wenn ich jetzt zurückkomme? Kann man bestimmt einiges überspringen. Ja, es reicht. Any luck, Jill? Ich habe nicht wirklich gesucht, aber ja. Thanks. I made... Okay, jetzt müssen wir da nach rechts. Ja, beziehungsweise nach links. Ja, nee, nach rechts. Das ist rechts vom Eingang aus gesehen. So, vielleicht können wir jetzt mal kurz zwischenspeichern. Haben wir zumindest diesen Stand. Müssen wir nicht wieder und wieder wiederholen. Wir haben, glaube ich, drei Optionen. Wir haben drei Farbbänder, die wir benutzen können. Können wir hier wieder rein, oder? Das wäre gut, wenn ich jetzt hier zwischenspeichern könnte. Dann muss man nicht die ganze Story überspringen. Das wäre eine gute Sache. Den Zombie haben wir erledigt. So, können wir hier speichern. Eine alte Schreibmaschine. Sie können ihren Fortschritt speichern. Das Farbband verwenden. Yo. Inhalt wird gespeichert. So, hier. Erstens. Jill, großer Speisesaal. Ja, so ist gut. Haben wir hier. Haben wir einen Save Point. Müssen wir nicht allzu weit laufen, um wieder zum Zombie zu kommen. Wenn wir wieder sterben. Da bin ich ja Profi drin in diesem Spiel. Im Sterben. Das kriegt schon sehr gut hin, das Sterben. Da geht es auch noch runter in die Katakomben. Nach unten. Und wir müssen wahrscheinlich erstmal hier rein. Das ist erstmal unsere Mission. Ja, verzeiht, dass ich hier noch ein ganz blutiger Anfänger bin. Es ist ja mein erstes PC-Game dieser Art. Deshalb komme ich da noch nicht so gut mit zurecht. Da bin ich halt noch nicht. Ja. Mache ich halt ein paar Fehler und lass mich durch den Zombie erledigen. Aber das wird jetzt gut sein, weil wir haben jetzt den ersten Zombie überspringen können. Dadurch haben wir jetzt volle Energie und werden nicht beim ersten Schlag vom
nicht schießen, wenn ich vom ersten Schlag vom Zombie erledigt. Na komm, es war doch schon richtig. Schieb. Reicht. Musst du gleich wieder zurückschieben. Der Zombie kommt wahrscheinlich von hinten. Dem haben wir den Weg frei gemacht. So sieht's aus. Ja, der kommt von hinten. Dem haben wir die Wege gebahnt. Das ist also, ist eigentlich optimal. Wenn man es nicht weiß, ist es natürlich klar, dann kann man das nur über diesen Weg machen. Aber wenn man es nicht, wenn man es schon weiß, dann ist das natürlich ziemlich schmerzhaft. So, Manuel ist eingestellt, sehr gut. So wollen wir es. Und jetzt mal zurück. Oh, ein Zombie. Jetzt müssen wir schnell reagieren. Schieß. Na komm, schieß, chill. Zu Boden geht's so. Na komm. Warum schießt du nicht? Munition alle oder was? Ja, super. Na komm, weg hier, weg hier, weg hier, weg, 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 weg. Haust du ab. Warum läufst du so langsam? Na komm, hau ab. Hau ab. Schrank in den Weg stellen. Ja. Ja, sehr gut. Jetzt kannst du ihn in Ruhe besiegen. Der kommt da nicht durch. Das ist das Gute bei Zombies. Die kommen durch solche Schränke nicht durch. Puh. Er steht wieder auf. Können wir hier raus? Mit der Statue müssen wir noch irgendwas machen. Müssen wir noch irgendwie hoch, aber... Ja. Jetzt haben wir dem Zombie erstmal den Weg versperrt. Ja. Hier hoch, oder was? Da oben gab es gerade noch nichts zu sehen, aber... Vielleicht jetzt. Vielleicht hat sich jetzt was geändert in der Story. Jetzt finden wir jetzt hier eine Tür, die noch nicht die offen ist. Dazu brauchen wir vielleicht den Schlüssel von der Statue, aber... Oh, die Tür ist offen. Gehen wir hier durch. Eine mysteriöse Art hat sich geöffnet. Hier sind wieder 50 Zombies. 50, ja genau. Geh mir weg, geh mir weg. Puh. Schnell drüber. Über den Zombie drüber steigen. Und weiter. Und weiter. Den Kristall brauchen wir. Da ist einer. Der steht gleich wieder auf, der Zombie. Der bleibt da nicht liegen. Weiter durch die Tür. Und... ist verschlossen. Schön, ein Schwertsymbol. Das ist bestimmt der Schlüssel, den wir da drüben haben beim Zombie. In dem anderen Raum. Sind alles Schwerter? Nein, das nicht. Das ist von der anderen Seite verschlossen. Ist ein Schwert. Nein, ein Dolch. Dolch mitnehmen. Haben wir schon zwei davon oder was? Zum Glück ist Resident Evil jetzt in Jumpscares nicht so sehr. Ist jetzt nicht für Jumpscares bekannt. Ist eher atmosphärischer Horror. Vielleicht ab und zu mal die Skelette. Quatsch, die Skelette. Die ist von der anderen Seite verschlossen. Da müssen wir wohl an die andere Seite. Ja, die Zombies natürlich. Ist jetzt hier nicht Minecraft. Skelette, Monster und Zombies. Ja. Ich habe mich gerade vor Jills Schatten erschreckt. Im Spiegel hier in der Scheibe.
Na, hier lang. Tür ist verschlossen. Ein Rüstungssymbol. Schwertersymbole und Rüstungssymbole. Vielleicht die Tür hier. Na komm. Tür ist verschlossen. Schwertsymbol. Ja, das wird wahrscheinlich das im Erdgeschoss sein. Darum wird es sich handeln. Da müssen wir irgendwie an die Statue ran. Das wird unsere Mission sein. Na komm. Können wir durch die ersten Türen durch, wenn wir die Statue. Vielleicht können wir sie zerschießen. Vielleicht ist das eine Option. Zumindest uns ja jetzt in Ruhe, oder? Kommt durch die Tür noch. Die Tür ist verschlossen. Ein Helmsymbol. Okay, ja, gut. Das dauert wohl noch ein bisschen. Bis wir das Helmsymbol haben. Eine ganze Ritterrüstung. Schwert. Helm und Rüstung. Sag mir, dass der Kasten da immer noch vorsteht. Er tut es. Schieb ihn weiter vor. So. Da kommt der Sack von hinten. Oh oh. haben wir zufällig Munition dabei? Ja, ja. Wach du mir mal nicht durch die Wand. Wie komme ich ins Menü? Das ist die große Frage. Da brauchen wir, glaube ich, einen Schlüssel zu, um da hochzukommen. Kacke. Controller. Nachladen ist R. Falls man was hat. Was stark bezweifle. Jo. Munition. CV-Anzeige. Ja. Gut. Eine andere Idee, wie man diese Statue umhauen kann. Wir müssen da hoch. Frau Ambrunn. Ja, schön. Dazu bräuchten wir. Also am besten wäre es, wenn wir jetzt hier diesen Schrank hier nach vorne ziehen könnten, aber das können wir eh nicht. Auch wenn der Zombie da weg wäre. Die Tür ist verschlossen. Ein Schwertsymbol. Also ich weiß nicht, was da oben drin ist. Vielleicht ist es auch noch ein Munitionsteil. Aber ja. Vielleicht führt uns der Weg erstmal nach unten. Da gab es hier noch einen Weg in die Kellergewölbe rein. Ja. Vielleicht hier nach unten. Da gehe ich eigentlich lieber nicht hin, aber kannst du versuchen. Da waren wir auf jeden Fall noch nicht. Okay, unsichtbare Wand. Da dürfen wir noch nicht lang. Vielleicht dürfen wir es später, aber jetzt noch nicht. So. Vielleicht auf der anderen Seite lang. Hier so. Okay, hier geht's runter. Hier ist auf jeden Fall was. Eine Tür, die bestimmt fest verschlossen ist. Was wohl auf der anderen Seite der Tür sein mag. Punkt, Punkt, Punkt. Rechts und links neben der Tür sind achteckige Einbuchtungen zu sehen. Einbuchtungen.
Oha. Hier kommen wir jetzt hoch. Ah, okay. Einfach nur nach rechts gehen müssen. Ja, das bringt uns nicht weiter. Versuche ich es wieder oben. Ohne Munition. Das ist saublöd. Ich hoffe, wir finden hier irgendwo Munition. Weil die Zombies sind nicht weit. Und mit dem durch können wir uns nicht verteidigen. Oh. Was denn hier? Eine Tür. Ich habe keine Munition mehr. Wir können doch jetzt nicht einfach auf den Friedhof gehen. Das ist jetzt... Ich bin sowas von tot, wenn ich jetzt hier... Wenn jetzt hier ein Zombie kommt, bin ich geliefert. Ist von der anderen Seite verschlossen. Ja gut, aber... Kannst doch wohl durchs Gitter greifen. Nein, kannst du nicht. Nachts auf dem Friedhof, ja. Unbedingt. Wollten wir schon immer machen. Jo, ich gehe da mal hier weiter. Das schreit ja für mich nach Jumpscare. Ein Grabmal mit dem Bild eines Engels. Hier ist eine Einbuchtung in Form einer Pfeilspitze. Ja, die Pfeilspitze haben wir noch nicht. Ja, hier kommen wir vorerst nicht weiter. Hier gibt es auch nichts für uns. Oder wie oder was? Och, dieser Screen hier, der vom Grabmal langläuft. Das ist ja... Schreit geradezu danach. Ist hier was passiert? Matsch, Matsch, Matsch. Ja. Schön in die frische Luft. Wo doch die Zombiehunde draußen sind. Sollten wir uns jetzt hier vielleicht nicht so lange draußen aufhalten. Mit so lange draußen in der frischen Luft. Wir sind doch da, wir sind doch dahingehend geflohen, dass wir hier reingerannt sind ins Gebäude. Tür. So weit nach oben oder hier unten. Vielleicht gibt es auf der linken Seite noch was. Ich habe gerade genossen. Verzeihung. Gehen wir einfach wieder raus. Zum Anfang zurück. Au. Mach schnell wieder zu. Ach du Scheiße. Jetzt haben wir den Köter eingelassen. Zombiehund. Ja, super. Ach du Kacke. Ja. Die Option mal ausprobiert. Jetzt haben wir den letzten Speicherpunkt vor dem zweiten Zombie. Nasekratz. Bartkratz. Ja, gut. Müssen wir schnell abhauen. An Angst stirbt man nicht, aber... Ich versuch's mal in die Großhalle dort. Rein. Ich
meine, da gibt's auch nicht viel, aber... Ja, da können wir rein. Munition haben wir noch ein bisschen. Wir sind vorbereitet. Da kommt doch gleich ein Zombie. Oh, ja. Da reicht ein Schuss. Müssen wir nicht verschwenden. Okay, noch lebt er. Nicht zu viele Schuss verwenden. Nicht zu viel verschwenden, dann können wir hier vielleicht runterspringen, da wo der Zombie gerade ist. Die Tür ist zu. Haben wir eigentlich schon probiert. Die Tür ist fest verschlossen. Jetzt bleibt der Zombie erstmal liegen. Ein Schwertsymbol bräuchten wir. Ich hoffe, das war nur ein Gewitter. Hier mal ein Verteidigungsobjekt mit E. Mit E können wir das verwenden. Okay, das haben wir hier schon mal. Müssen wir da unten nicht hin. Ach, das ist die Halle, wo wir schon drin waren. Hier. Okay, jetzt haben wir ein Verteidigungsobjekt. Müssen wir denn raus auf den Friedhof oder wo müssen wir hin? Ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite verschlossen. Auf der Seite gab es auch keine Türen oder was. An die Statue müssten wir irgendwie rankommen, aber wie? Wie ist die Frage? Wie kommen wir daran? Tja. Den Schrank, die Kommode können wir da nicht wegziehen. Dann haben wir hier. Dann haben wir dem Zombie freie Bahn gegeben. Tja. Ich könnte mir nur noch vorstellen, hier in dieser Richtung. Eigentlich den Auftrag in eine andere Richtung zu suchen, aber da war ja auch noch ein Gang, den wir nicht ausprobiert haben. Da waren auch noch einige Türen verschlossen. Naja, abspeichern werde ich jetzt nicht. Das ist jetzt noch nicht. Ist jetzt noch nicht wert. Ja, da oben waren wir gerade. Das ist jetzt hier die untere Halle. Ja. Daran seht ihr, dass das wirklich blind ist, dass ich jetzt hier gerade zurücklaufe. Und dass ich auch nicht weiß, wie es weitergeht. Ich werde vielleicht, damit das ein bisschen eleganter ist in zukünftigen Parts, mal ein bisschen recherchieren, da mal ein bisschen gucken. Dass mir doch irgendwie ist das nicht ganz blind spiele, sondern dass mir vielleicht andere Let's Plays angucke, dass da ein bisschen schauen, was kann man so machen. Ich will es ja euch doch bestens präsentieren. Ist dann doch, ja, am besten vorführen. Oh, Mr. Zombie, der lebt noch. Au, ich wollte gerade sagen, das war knapp, aber der lebt noch. Hui hui. Auf der anderen Seite ein anderer Zombie. Oh Mann. Zurück. Ich habe gleich mal keine Munition mehr. Nur daneben getroffen. Ach, verdammt. Weiter hier. Der steht gleich wieder auf. Wir haben keine Munition mehr. Weg hier.
Tür ist verschlossen. Rüstungssymbol. Schön gut. Um die Ecke. Hier ist ein Aufzug. Nicht betreten. Okay. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Runter hier. Ich höre Zombies. Ich bin gleich wieder tot. Es ist doch hier nicht. Ist doch hier nicht wahr. Jetzt kommen wir hier lang. Die Tür ist verschlossen. Na wundervoll. Hier bin ich in der Sackgasse. Sterben oder sterben. Na komm. Kacke. Ah, was? Hat er mich gerade vollgereiert? Kotzender Zombie. Ein kotzender Zombie. Ja, da kommt mir gleich der andere entgegen. Ja, die Türen sind hier alle zu. Das ist doch nicht wahr. Ja. Ich dich auch. Coach auch spielt Daisy. Ja. Und ich weiß nicht, wo es weitergeht. So sollten wir jetzt nicht abspeichern. Bin bestimmt gleich tot. Wie geht's hier weiter? Ja, haben wir heute nur den Friedhof gesehen und den Zombie hinter der Statue. Müssen wir den da einsperren, um weiterzukommen, oder wie ist jetzt die Mission? Kann mich jetzt ganz mutig dorthin geben, ohne Munition. Wo finde ich Munition? Das ist hier die Frage. Türen über Türen. Wie komme ich vor allem da oben ran? Das ist die große Preisfrage. Tja, bin ich gerade ratlos. Bart, Kinn, Kratz. Tja. Tja, also.